Hey, Kathi. Meine Mutter und meine Tante haben irgendwelche Geheimnisse. Ich hasse das! Er hat mir sogar gedroht. Kannst du dir das vorstellen? Entweder du stellst ihn vor oder ich mache es. Meinst du nicht, es täte Lena gut, wenn sie ihren Vater mal wieder sieht? Markus will sich mal angucken, wie viel so ein Kind in 13 Jahren wächst. Morgen ist er wieder am Amazonas und ich stehe hier mit einer Tochter, die sich fragt, warum ihr Vater auf ihren Gefühlen rumtrampelt. Und wenn er hier wieder als Klempner auftaucht? Das traut er sich nicht. Der will doch nur, dass ich Angst vor ihm habe. Aber von einem, der mit 40 noch an seiner Diplomarbeit schreibt, lass ich mich nicht einschüchtern. Hallo, hol nur meine Jacke. Wird keine Zeugen geben. Da sind Farbstoffe drin. Dafür haben vielleicht Menschen in der dritten Welt ihr Leben auf irgendwelchen Hybrid-Zuckerrohrfarmen gelassen. Kaufst du dir sowas in deinem Taschengeld? Ist hiermit gestrichen. Nein, in der Schule ist ein neuer Hausmeister und der hat an alle Mädchen Süßigkeiten verteilt. Wie sah der aus? Ganz nett. So um die 40. Ziemlich braun gebrannt für einen Hausmeister. Ich schätze, er hat vorher im Soli gearbeitet. Hartz IV lässt einen ja bekanntlich rumkommen. Wenn du noch einmal in seine Nähe kommst, dann nehme ich dich von der Schule. Ja. Das ist keine Drohung. Du weißt, was ich meine! Und wenn er Geld verteilt? Er sucht sie. Oh, du redest von ihm wie von einem Massenmörder. Ex-Männer sind immer Mörder. Und auf ihrer Todesliste steht meistens das Familienglück ihrer Ex-Frauen. Aber ich lasse mir diese Familie von niemandem kaputt machen. Hey, so ein Messer kostet 40 Euro. Na und? Ich bin sowieso bald Steuerklasse 4. Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Cem hat ja in letzter Zeit super viel mit Ulla und mir unternommen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso nach der ganzen Sache mit Axel. Und dann ist es mir klar geworden. Er will mich zurück. Tja, Cem, wie war das nochmal? Lena und ich sind einfach nur Geschwister. Ich denke nicht. Naja, kann ich jetzt nicht immer freundlich sein, ohne dass es sich gleich aufhört, als ob ich Tokyo Hotel bin? Wer ist Tokyo Hotel? Spastis, die zu Reha Musikinstrumente gekriegt haben. Ein soziales Projekt? Kann man das spenden? Hey, Ulla, du bist so krass niedlich. Ich könnte dich auf der Stelle einfrieren, damit du frisch bleibst, Mann. Lena ist meine Freundin. Ich kann nicht hintenrum mit ihrem Ex-Freund flirten, für den sie noch... Geil ist. Für den sie noch fühlt. Wir werden sie schon irgendwie los. Ja, und wenn nicht, dann treffen wir uns nicht mehr. Ich meine, ich verstehe das sowieso nicht mit uns beiden. Du bist so cool und ich bin eigentlich... naja. Alter, laber nicht, Ulla. Warum nimmst du nicht sie? Sie ist hübsch und selbstbewusst und sowas alles. Ich weiß nicht. Ich mag dich halt. Das klingt ja Knorke. Schön. Ich mag's, dass du mir zuhörst. Dass du nicht lachst oder so, wenn ich mal über irgendwas reden will. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Mann, das ist krass was wert. Das hast du jetzt aber süß gesagt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, mich zu küssen? Nö. Ich habe nur überlegt, wann ich dich küsse. And
Gar nicht so schlecht für eine Pastorentochter. Ach, das war bloß eine Aufwärmübung für mich. Also Nille, sag deinen Lehrern, dass sie keine Fremden ins Internat lassen sollen, ja? Du, und überleg dir das doch noch mal mit der Atombombe. Es gibt doch sicher noch andere Arbeitsgemeinschaften auf so einem hochbegabten Internat. Was für Fremde sollten denn in ein Internat kommen, bitte? Du, die drehen diesen Hochbegabten ganz früh schon Versicherungen und Aktienpakete an. Hasi, du verhoppelst mich doch. Hermann, du alter Faschist! Kenn dich nicht. Markus, mein Klingel ist kaputt. Ich muss meine Pillen nehmen. Ich habe wieder Visionen. Du verheimlichst mir doch irgendwas. Deine Augenlider zittern so. Mein Ex ist da. Was? Wo? Hinter dir. Lemke, freut mich. Das ist doch der Klempner. Der hat sich verkleidet, um uns zu tyrannisieren. Mädchen, schieß! Bedrohen Sie meine Familie? Das ist ja nicht. Ben, können Sie mir mehr reden? Sie sprechen Türkisch. Ben, ja, die Deal konuşuyorum. Boldigu, tapa, tapa, faki. Das war Mekan Waheli. Lern mal Verantwortung, du Waheli. Hasi, kann ich dich mal ganz kurz? Auch länger. Viel Glück mit Lena. Wir sehen uns auf deiner Beerdigung. Und jetzt machst du immer noch deine Stotterübungen? Logopädische Übung. Die Tussi aus dem Internet wollte dich doch eh nicht stellen. Wenn ich erst gesund bin, gehe ich wieder ran. Die Frage ist nicht, wie geht man ran, sondern wie wird man Lena los? Du musst ihn nur verkuppeln. Mit wem denn? Gib doch keine Alternativen zu mir. Du bist voll größenwahnsinnig, Alter, wie Hitler. Halt's Maul, Blondie. Wir heiraten. Diese Familie hat endlich ihr inneres Gleichgewicht gefunden und jetzt kommt der... Kommt der Vater deiner Kinder und er will sein eigen Fleisch und Blut kennenlernen. Das kann man ihm noch nicht verübeln. Und dann wieder abhauen und 13 Jahre lang wegbleiben. Außerdem sind Ehemänner in Spe nie auf der Seite ihrer Vorgänger. Wenn mir jetzt jemand verbieten würde, Cem und Yamo zu sehen, ich würde ausrasten. Ich wollte nur unsere Familie schützen. Entschuldige, aber ich bin der Polizist. Hm? Du kriegst deine Chance mit Lena. Die Tür war offen. Lena, bist du da? Hallo? Hallo. Hallo. Grüß Gott. Meine Tochter. Du siehst genauso aus wie damals, als ich dich im Fluss gebadet habe. Sie sind Lenas Vater? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nenn mich Papa. Sie in Deutschland, wie kommt's? Weil meine Tochter heute Geburtstag hat. Und ihr habt nicht dran gedacht. Alles Gute! Ich habe Geburtstag. Übermorgen. Ach, heute, morgen, übermorgen. Den 16. kann man doch ruhig mal 3 Tage lang feiern, oder? Ja. Den 17. Arschloch. Sag mal, was hat denn deine Freundin für einen Ton drauf? Das ist deine Tochter. Du Arschlochvater. Gurke, willst du reden? Nein, ich will töten! Ich mach das schon. Ihr macht das. Du hast sie verzogen. Komm, jetzt schmeißen wir ihn raus. Also, ich mag's ja, wenn du streng bist, aber unter diesen Umständen sollten wir doch vielleicht ihm helfen. Bist du gar nicht eifersüchtig? Ich habe 2 Kinder mit dem. Hey, mit mir hast du 4. Aber ins Haus kommst du mir nicht. Stimmt das, der Mann da unten ist dein Vater?
ist denn da nicht viel nachzuholen bei euch? Ich meine, so ein Vati ist ja eine wichtige Bezugsperson. Mann, ich habe mir die Finger wund gebastelt und gemalt. Ich habe ihn einmal sogar ein dreidimensionales Windkraftwerk aus Glasscherben geklebt. Aber denkst du, er hat sich einmal gemeldet? Und er kann froh sein, dass es damals noch keine Anleitung im Internet für Briefbomben gab. Ich würde mich so freuen, wenn in deinem Leben wieder ein bisschen Liebe wäre, Lena. Echt. Ich bin für sie da. Dann hat sie eben zwei Menschen, die für sie da sind. Ja, Mom, lass du die Erwachsenen bitte kurz mal alleine. Du fühlst dich wohl ganz toll, weil du schon 17 wirst. Siehst trotzdem aus wie 15. Weißt du, Cem ist meine einzige Bezugsperson hier, glaube ich. Und er ist der Einzige, mit dem ich so richtig, richtig gern eine Familie wäre. Hallo, schöne Frau. Bist du auch hier? Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ne? Weißt du, dass du und ich wieder bist? Das finde ich toll. Aber weißt du, mein Vater ist gerade gekommen und ich muss die ganze Sache erstmal verdauen. Vielleicht gibst du mir ein paar Stunden Zeit. Aber dass du mich noch magst, ich... Das rettet mir echt das Leben. Gut, dann tschüss, Schatz. Er ist einfach immer da, wenn ich ihn brauche. Die ganze Nacht im Zelt geschlafen. Ja, und er ist leider nicht erfroren. Jetzt pinkelt er da an meine Rhododendron. Wir haben Toiletten, Ujeti! Markus bleibt. Ich will nicht, dass er bleibt. Ich will nicht mit ihm reden müssen. Das musst du auch nicht. Dann haut er auch ganz schnell wieder ab. Schneiderlein, nicht so. Dein Vater will dich kennenlernen. Gib ihm eine Chance. Hm? Hi. Hier. Ich hab ein paar Heuschrecken gefangen. Die brate ich uns nachher schön in Honig an, ne? Lena, hast du früher mal so gern geknabbert? Oder wir gehen in die Stadt shoppen! Tja, Vati. Heute hast du so wenig Größe wie noch nie. Heute bist du ein Zwerghasi. Was schreibt denn Axel, dieser Spaß aus Australien? Vielleicht will der ja wieder ran. Mensch, hör mal auf, sie kommt gleich wieder. Habe gestern mein erstes Schaf geschoren mit Tonja. Tonja ist ein ehemaliges Supermodel, das auf der Farm ein bisschen zu sich finden will. Gestern Nacht fand ich sie dann in meinem Bett. Na super, ey. Keine Spur von einem Stecher. Schau mal unter letzte Dateien nach, da speichere ich immer meine Liebesmails. Ola? Bist du noch auf dem Klo? Mann, ich krieg die Kratzer in diesem Haus! Komme. Verknallt in Neukölln? Islam Girl 16? Tschüss, Janu. Wieso zeigst du dich nicht? Wenn du der Beste zu sein scheinst, musst du keine Angst haben? Wie ist dein Nickname? Los, sag. Verknallten Neukölln 17. Ich kotze, Alter! Jamo, du Schlampe! Ich pass auf, dass aus dir was Anständiges wird! Und du treibst dich in beschissenen Chaträumen rum, oder was? Jim,
Cem, wie ist denn Kickboxen? Und was geht mit ihm? Sind ihn lecker noch Schmack ist, Joro? Ja, gerne. Aber du darfst Lena nicht verraten, dass du mich erwischt hast, weil sonst ist sie ganz sauer auf mich. Halt die Klappe, ich weiß alle. Wobei jetzt erwischen? Du weißt es nicht? Oh, oder habe ich mich aber jetzt verplappert? Also Lena, will nicht, dass irgendjemand merkt, dass sie sich mit dem Türken aus dem Internet datet, weil sie hat sich da irgendwie als Türkin ausgegeben, um Eindruck zu machen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bringe ich ihr bei, wie man türkische Gerichte kocht und vielleicht trifft sie sich ja irgendwann mal mit dem. Heute lernen wir Börek und deswegen ist Lena kurz Eier kaufen. Lena hat gechattet? Ja, ich war ja die ganze Zeit dagegen. Aber du weißt ja, wie sie ist. Ich will das jetzt. Türken sind so toll. Und seit Axel weg ist, bin ich so einsam. Schlampe, wenn du mich fragst, echt. Und du wolltest mit mir reden, mein großer, lieber, starker Bruder? Mach Hackfleisch rein. Lena wollte Costa daten? Lena, hier ist das Buch, was du haben wolltest. Total krank, ich weiß, aber ist mir doch egal. Wir sind frei. Aber sag Costa, er soll sie glücklich machen, ja? Ja. Tschüss. Fuck, das klappt doch nie. Hier, Chief. Hier, super, Chief. Du hast mit meiner Schwester gechattet, Alter. Ja? Hör auf zu heulen, Mann. Ich bin froh, wenn ich sie nicht mehr in der Backe hab. Nein. Im Ernst jetzt? Sehe ich aus wie ein Clown? Natürlich im Ernst. Hör zu. Mach ein Date klar. Und zwar ein gutes. Und versuch wenig zu sprechen. Hast du eine Idee, wo und wann? Am besten sofort. Also bleibt die Frage wo. Ja, also ich schreib meine SMS. Wow. Da ist wieder Nils. Nee, das ist auch Lena. Wusste ich. Die kleinen Hände hier. Wie ein Äffchen. Das ist Lena Äffchen. Warum weint sie nach? Das weiß ich nicht. Hey! Kss. Hey. Es geht um Verknallte in Neukölln. Du weißt davon? Ja. Und ich weiß auch, wer es ist. Nein. Und passt es? Naja. Könnte passen. Und du hast echt nichts dagegen? Also ich meine, dein Bruder-Schwester-Ding, was du sonst immer abziehst. Also es fällt mir oberschwer, aber naja, man muss ja auch mal loslassen können. Wow. Ich glaube, du machst ein junges Mädchen echt glücklich. Also, das Date ist heute Nachmittag um 17 Uhr bei der alten Fabrik. Puh, nicht einfach für mich, meine Schwester so zu verkuppeln. Ich soll mit Jamo reden. Schon klar. Schon verstanden. Zisch ab. Wir sehen uns dann später. Heute Abend? Kein Stress. Jetzt hast du erstmal wen. Also, musst du ja erstmal wen Neues kennenlernen. Lass dir Zeit. Und wenn er sich dämlich anstellt. Er hat's eben nicht so drauf wie ein Deutscher. Wie süß. Cem macht sich Sorgen um mich und meinen Vater. Jamur. Oh Gott, Jamur. Jamur? 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 Ich habe mit Cem geredet. Er weiß, wer verknallt in Neukölln ist und er will, dass du ihn triffst. Kann nicht sein. Ich habe mich nämlich schon rausgeredet und zwar... Jamur, Cem hat dich längst durchschaut.
Und er meinte, wenn er drüber nachdenkt, will er nur, dass du glücklich bist und dass große Brüder auch mal loslassen müssen und dass Verknallt in Neukölln wahrscheinlich nur zu schüchtern war und deswegen nicht zu eurem Date gekommen ist. Nee, oder? Und wer ist es? Das ist ja die Überraschung. Aber hey, wenn es ein Kumpel von Chev ist, dann muss er einfach total lieb sein. Naja. Vermute ich. Hast du was geraucht hier drin? Na klar. Irgendwie muss ich doch die Reinhauswelt da draußen vergessen. Das sind Lenas Lieblingsbücher. Sie liebt Vanilleeis, keine Grillen in Honig. Honig mag sie gar nicht. Nachts muss sie mindestens zweimal aufs Klo. In der Schule ist sie ganz gut, nur nicht in Mathe. Sie hat Angst vor Pferden. Sie liebt Musicals, obwohl sie noch nie in einem war. Ich hab dir mal einiges aufgeschrieben. Jodita Te. Kishinaroe. Du kannst das noch. Es gibt Dinge, die vergisst man leider nie. Und noch was, frag mich, bevor du ihr was schenkst. Keine Waffen, keine Tiere, keine Drogen. Damit du sie das nächste Mal erkennst. Dich habe ich gehen lassen. Wie bitte? Nichts. Frieden. Du hast mir wehgetan. Und du hast immer noch einen verdammt knackigen Arsch. Da drin wartet der Typ, mit dem du seit Ewigkeiten chattest und in den du dich verknallt hast und der nur zu schüchtern war, sich dir zu zeigen und jetzt endlich den Mut gefunden hat, seine Traumfrau anzusprechen. Du hast recht. Allah hat mich hergeführt. Sehr gut. Immer das Beste aus dem Koran machen. Ah! Und komme ja nicht ohne Ehering zurück nach Hause. Lena, wie läuft das Date? Bin ganz gespannt, Cem. Grüß Gott. Hey, Uli, hier ist Cem. Hallo. Na? Lena hat mir gesimst und sie hat geschrieben, pass auf. Date läuft super, du bist der Beste. Das ist ja Oberknorke. Wie sind Sie los, Mann? Na, dann können wir uns ja gleich treffen. Wie süß, dass er so an Yamo denkt. Jetzt mag ich ihn noch mehr. Und wenn ich Cem habe, brauche ich auch keinen blöden Vater mehr. Wenn du vorhast, dich bis zur Ehe aufzuheben oder so ein Müll, dann sag das gleich. Wieso sollte er dich zurückfallen? Wer immer du bist, du hast längst einen Platz in meinem Herzen. Deine rechte Hand ist viel muskulöser als die linke. Hey, Babe, was geht? Ah! Was für ein Temperament.